Ja, hallo meine lieben Zockfreunde. Ja, wir wären hier wieder zurück bei Let's Play Risen. Ich habe das Ganze ja bereits auf meinem Kanal schon einmal Let's Played, das aber allerdings nur das erste Kapitel. Allerdings war es dann, wie schon in etlichen Parts erwähnt, so verbuggt, dass ich da nicht fortsetzen konnte, dass das zweite Kapitel einfach nicht mehr ging. Und da habe ich mir gedacht, ja, was anstatt das da anzusetzen, was das Ganze nochmals neu. Jetzt weiter, wie im letzten Part angekündigt, habe ich da mal nachgeschaut. Wir müssen eine. Ich spreche nicht mit. Lass mich bloß in Ruhe. Ich spreche. Lass mich bloß in Ruhe. So stand es doch im Internet. Man solle da eine solche Schriftrolle. Okay, Lachfleisch. Der war klasse. Was zur Hölle willst du? Ja, nun geht's wieder. Wegen deines Lagers. Hier, hast du deine 10 Keulen Fleisch. Sehr gut. Endlich bewegt sich hier mal was. Ich danke dir. Hier hast du die Belohnung, die ich dir versprochen habe. Das ist ja wahrlich großzügig. Nimm es oder lass es. Du wirst es sowieso bald versoffen haben, genau wie alle anderen. Ja, ja. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut. Wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. Ja und? Übrigens, Broga zwingt den Jäger Sam, für ihn zu arbeiten. Er sägt den ganzen Tag Brogas Holz. Was? Der Mistkerl soll jagen gehen? Was glaubt Broga eigentlich, wie ich die Säcke hier füttern soll? Ohne Fleisch. Geh und regel die Sache. Ich will das Fleisch. Okay. Luis behauptet, dass Broga den Don ablösen will. Ha, das habe ich auch gehört. Aber tritt doch mal gegen Broga an. Auf einmal weiß niemand mehr von irgendwas, weil sie Angst haben. Es ist immer das Gleiche. Tja. Ich fürchte, wir brauchen schon ein wenig mehr als nur die Aussage von einem betrunkenen Jäger. Okay. Broga versagt den Arbeitern Hilfe gegen die Gefahren aus dem Sumpf. Dieser Mistkerl! Hab ich's mir doch gedacht! Der soll bloß so weitermachen! Gut, danke für die Nachricht. Mach weiter so. Ich hab das Gefühl, du bist auf dem richtigen Weg. Wir werden sehen. Okay. So, da haben wir kurz mit der Rachel gesprochen. So, Logbuch, was haben wir noch? Banditenlager. Gibt's da auch noch Hafenstadt, Vulkanfestung, alles? Oder die Welt? Machtgerangel? Sam und Broga, okay. Goldrausch. Okay, dann gehen wir hier doch mal zu Broga. Das war das. Du lässt Sam dein Holz sägen? Na und? Wüsste nicht, was dich das angeht. Wenn die Jäger nicht jagen, werden hier bald alle verhungern. Ach komm, jetzt machen wir mal halblang, als ob dich das interessiert. Ich mochte doch nicht, bis Rachel, die Schlampe von Don, die Holzvorräte verteilt. Am Ende gehe ich noch leer aus. Was? Wer bin ich denn? Solange ich hier noch was zu sagen habe, arbeitet Sam für mich. Verstehe. Ist was?
Was passiert denn da, wenn man da mal... Ich nehme mal an, das wird einfach zum Spaß sein. Wenn man Freude daran hat. Rachel ist etwas unentspannt. Ich weiß, sie wartet immer noch auf das Fleisch. Tja, solange Broga hier noch die Oberhand hat, wird sie wohl darauf warten müssen. Okay. Wo haben wir denn hier nochmal ein Wasserfass? Ah, da hinten. Hey, scheiß Handlanger, geh weg da. So, ja, ein bisschen saufen. So, noch ein letztes Mal. Dann hätten wir das Ganze. Perfekt. Hey, Ricardo. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut, hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das. Kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. Und du? Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Okay. Der Sam da hat nichts mehr. Mit Broga, dem alten Drecksack, redet er schon gar nicht mehr. Da war doch was. Hey, Lorenzo! Lass uns deine Tempelruine ausheben. Ach, sieh an. Hast doch Interesse. So, dann los. Folge mir. Na sicher habe ich da Interesse dran. Na, wo geht's denn hin? Okay. So, du Großmaul. Hier sieht uns keiner. Jetzt unterhalten wir uns mal ein paar Takte. Ich hab's geahnt. Typen wie dich kenne ich, die machen nur Ärger. Bringen wir's hinter uns. Zieh deine Waffe. Jetzt sprichst du meine Sprache, Arschloch. Na dann mal los! Ich kriege dich, das schwöre ich dir. Komm schon, Lorenzo. Ja. Mach dich platt. Ja. Ja. Ja.
weiter! Komm schon! Schlag doch zu! Mist! Nein! Jetzt habe ich eine Belohnung. Mach dich platt! Das gibt Ärger! Du bist ja im. Das war nicht ohne. Danke! Scheißkerl! So. Gehen wir dem mal lang quatschen, den guten Lorenzo. Hey, warte. Was hat der Don mit dem Gold vor? Noch so eine blöde Frage. Die Weißen haben die Stadt besetzt, deswegen sind wir ja überhaupt erst hier in den Sumpf zurückgewichen. Wenn die religiösen Fanatiker einmal abgezogen sind, werden wir uns die Stadt wieder unter den Nagel reißen. Entweder mit Waffengewalt oder wir kaufen sie uns einfach zurück. Was genau machen die Weißen in der Stadt? Du hast doch echt keine Ahnung. Die Stadt brauchen sie nur, um ihren Nachschub zu sichern. Ihren eigentlichen Job erledigen sie in der Vulkanfestung. Aber frag mich nicht was. Ich habe keine Ahnung und es ist mir auch egal. Ja, ja. Schon gut. Hey! Kann ich hier irgendwo trainieren? Da bist du bei mir genau richtig. Wenn du willst, trainiere ich dich. Erzähl mir mehr über die Arena. Der Kampf in der Arena ist keine ernste Sache. Wir machen das, um uns zu messen und zu trainieren. Wenn du kämpfen willst, geh zu einem unserer Kämpfer und fordere ihn heraus. Wenn der sich mit dir schlagen will, geht er mit dir in die Arena. Der Kampf beginnt, wenn beide Gegner in der Arena stehen und ihre Waffen gezogen haben. Wer zu Boden geht, hat verloren. Ah, verstehe. Welcher Kämpfer ist denn gut? Ricardo ist eine Pfeife. Den würde ich mit der linken Hand fertig machen. Du mit? Das haben wir doch schon gehört. Ich will in eurer Arena kämpfen. Das wollte ich hören. Na dann, viel Glück. Aber merk dir, wenn einer am Boden liegt, ist ja, der Kampf ja, ja. vorbei. Wenn du nachtrittst oder jemanden tötest, wird man dich zur Rechenschaft ziehen. Klar? Klar. Ja, aber das macht er vorläufig noch nicht. Ich denke, da sind wir noch ein bisschen zu schwach für. Ich weiß gar nicht, wenn ich da jetzt. Naja, so auf jeden Fall. Übrigens. Nee, das sagen wir ja besser mal nicht. Zeig mir deine Ware. So, hast du hier was Schönes? Nee. Ich hab hier was Schönes. Ich behalte dann lieber das Schwert für den Notfall. Das ist ja unverkäuflich da hier. Noch ein Haufen Zeug, sonstiges. Rohstücke können wir nicht weggeben. Warenkorb handeln beenden. Hat sich ja auch voll gelohnt.